Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Heute möchte ich euch 10 Tipps geben, die beim Blackout, bei einem Katastrophenfall sinnvoll sind, die bei einem Katastrophenfall nutzvoll sind. Wer Bock hat, wer Spaß hat, der bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Während der Tee kocht und aufgesetzt wird, besprechen wir mal die 10 Tipps. Wenn ihr einen Stromausfall bemerkt, ja, sei es jetzt in eurem Gebäude, in eurer Firma, wo auch immer, empfehle ich immer, und das ist aber nur meine persönliche Meinung, ja, irgendein Familienmitglied zu kontaktieren, telefonisch, das irgendwo weiter weg sitzt, ja, sei es jetzt ein Bundesland weiter, sei es überhaupt ein komplettes Land weiter, sei es vielleicht auch nur ja, eine Stadt weiter. Nichtsdestotrotz sollten einige Kilometer dazwischen sein. Ja. Und wenn ihr diese Person kontaktiert, könnt ihr sie sofort fragen, wenn ihr sowieso mit ihnen telefoniert, gibt es bei euch auch einen Stromausfall? Wie schaut es aus bei euch mit dem Strom? Funktioniert er nicht? Ja, so blöd das klingt, aber diese einfache Frage kann euch schon mal so viel mehr Informationen über den aktuellen Stand geben. Ja. Und aktuell, jetzt wo gerade so viel über Blackout und Krisenszenarien gesprochen wird, würde ich es umso mehr empfehlen, diesen Schritt zu machen. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen komplett unnötig, klingt für den einen oder anderen vielleicht als, ja, komplett bescheuert, dass ich das sage, aber es ist einfach so. Es kann euch wirklich helfen, euer Umfeld umgehend besser zu beurteilen. Ja? Handelt es sich hierbei nur um einen Stromausfall in der Straße? Handelt es sich hierbei um einen Stromausfall in meinem Bezirk? Handelt es sich um einen Stromausfall in der Stadt? Oder ist das Ganze vielleicht schon das ganze Bundesland betroffen? Ist vielleicht das ganze Land betroffen? Oder mehrere Länder? Ja, solche Sachen sind wichtig zu wissen und solche Sachen sind auch ganz einfach abzufragen. Um dieses Thema noch mehr auszuweiten, kommt gleich der Tipp Nummer 2, und zwar Radio einschalten. Ja, sobald ihr merkt, dass irgendwo ein Stromausfall ist, und sei es, ihr seid gerade auf der Straße und es fallen die einfachen Laternen, Straßenlaternen aus, wo ihr gerade lang fährt. Es fallen Ampeln aus, ihr merkt, die Shops haben alle kein Licht mehr, was auch immer. Ja? Muss ja nicht unbedingt in der Nacht sein, aber ihr könnt das ja ungefähr beurteilen. Dann würde ich empfehlen, den Radio sofort einzuschalten. Sollten dann Worte fallen wie, die Tunnel wären geschlossen, sonst irgendwas. Der und der Tunnel ist geschlossen, der und der Tunnel ist geschlossen. Tunnel sind immer ein gutes Indiz, dass es sich hierbei nicht um ein kurzfristiges Energieversorgungsproblem handelt, das nur in diesem kleinen Bereich stattfindet, sondern das ist eigentlich schon was etwas Größeres. Wenn Tunnel geschlossen werden, ist das meistens das Zeichen, dass keine Energie mehr da ist, um die Luftventilatoren zu betreiben, die diesen Tunnel mit Frischluft versorgen, beziehungsweise mit den Notfallsignallichtern zu versorgen, mit den Notfallausgängen zu versorgen, was auch immer. Ja. Solche Sachen können euch weiterhelfen, zu beurteilen, wie der Stand in eurer Umgebung derzeit ist. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 3. Der ist jetzt natürlich dann eher schon, wenn ihr bemerkt habt, okay, das kann wirklich was Größeres sein. Ja? Und das ist meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr geniale Geschichte, die ihr unmittelbar, sofern ihr zu Hause seid, umsetzen solltet. Notfallplan habt. Ja? Sollte ein Blackout eintreten, müsst ihr natürlich schauen, dass nicht jeder Familienteil für sich selbst irgendwo auf einem Platz sitzt, ja? Sondern ihr schaut im besten Fall, dass ihr eine Familienzusammenführung macht. Eine Familienzusammenführung hat den Vorteil, dass ihr nicht nur
euch sicherer fühlt, weil ihr natürlich wisst, dass eure Liebsten in Sicherheit sind, ja? Sondern es hat einen mentalen Vorteil somit, sondern auch einen großen Vorteil im Sinne von Vorräte. Ihr habt die Möglichkeit, eure Vorräte gemeinsam zusammenzubringen und dann somit vielleicht länger auszukommen. Ja? Sicherheit, Vorräte, mentale Gesundheit, all diese psychischen und elementaren Vorteile könnt ihr daraus ziehen, wenn ihr eure Familie zusammenführt in einem Blackout. Das macht einen Notfallplan, solltet ihr natürlich im besten Fall mit eurer Familie vorher absprechen. Das wäre überhaupt sinnvoll. Und ansonsten, ja, ist es aus meiner Sicht ein guter Tipp für Krisenfälle, das Ganze so irgendwie umzusetzen. Ja, was passiert natürlich in einem Blackout? In einem Blackout gibt es natürlich keinen Strom mehr, respektive wird euch alles ausfallen, was strombetrieben ist. Was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, euer Kühlschrank wird ausfallen, euer Gefrierfach wird ausfallen. Ja? Ist im Winter nicht ganz so dramatisch, aber dennoch wichtig zu wissen, denn eure Lebensmittel werden Schritt für Schritt verderben. Ja? Sprich natürlich als erstes, was ist die Priorität? Mein Gefrierfach, irgendwie schauen, dass ich alle Dinge, die im Gefrierfach sind, verbrauchen kann, im besten Fall. Was auf jeden Fall gut ist, und das ist gerade gut, wenn es im Winter passiert, dann lagert ihr eure Dinge natürlich einfach draußen. Ja, ihr nehmt eure Sachen und bringt es aus dem Kühlschrank raus, auf den Balkon, vor die Haustür, wo auch immer ihr Platz und Möglichkeit habt. Ja. Gibt es natürlich die ein oder andere Wohnung, die hat vielleicht keinen Balkon, die hat vielleicht keinen Garten, dann habt ihr vielleicht unter Umständen die Möglichkeit, das irgendwie aufs Fensterbrett zu legen oder wie auch immer. Müsst natürlich aufpassen, dass euch nicht runterfliegt oder irgendwer mitnimmt, ja, im Notfall. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Ist aber vielleicht kein Tipp, sondern die meisten wissen das hoffentlich eh. Aber ich sag's nur nochmal dazu, weil das ist, natürlich kann euch das auch, wenn ihr nicht unbedingt viel Vorräte angeschaffen habt, viel gut aushelfen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Kommen wir zum nächsten Tipp, wenn wir gleich von Lebensmitteln sprechen, hat auch einen gewissen Teil mit Vorbereitung zu tun, aber auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ich für meinen Teil bin kein Typ, der hamstert. Ja, ich gehe nicht in den nächsten Supermarkt und kaufe mir hier 500 Sachen gleichzeitig, 500 Dosen gleichzeitig, um im Notfall über die Runden zu kommen. Also ihr geht in den nächsten Supermarkt, kauft ein, was ihr sowieso eingekauft hättet, ja. Sprich, keine Ahnung, euren normalen Wochenvorrat, den ihr halt einfach für euch oder für eure Familie nutzen möchtet, und nehmt halt ein bis zwei Gegenstände mit, die für euren Krisenvorrat sinnvoll ist. Sei es jetzt eine Dosensuppe, sei es jetzt ein Suppenpackerl, sei es Nudeln oder was auch immer, Reis, Wasser, 6er Tragerl Wasser, was auch immer. Ein bis zwei Stück davon nehmt ihr bei jedem Mal einkaufen oder bei jedem zweiten Mal einkaufen einfach mit. Kostet euch nicht mehr als 5 Euro mehr pro Einkaufen. Das heißt, ihr überlastet euer Grundbudget nicht. Und der Vorteil ist auch, ihr müsst nicht so viel schleppen. Was auch ein großer Vorteil ist, ihr baut euch Schritt für Schritt eure Grundversorgung auf, ja, die ihr für den Krisenfall einfach benötigt. Die einen oder anderen wissen sicher, dass es in einer Großstadt im Krisenfall, im schlimmsten Fall, wenn nicht jeder gut vorbereitet ist, natürlich auch nicht unbedingt glimpflich ausgehen kann. Ja. Das bedeutet, es kann natürlich auch sein, dass es die ein oder anderen Auseinandersetzungen gibt. Es kann natürlich sein, dass es die ein oder anderen Plünderungen gibt. Ja, ich meine, das sind jetzt natürlich die Worst-Case-Szenarien, ja, aber die muss man natürlich auch bedenken. Und in diesem Fall ist es natürlich sinnvoll, wenn man sich zu Hause verbarrikadiert, dass man nicht unbedingt öffentlich kundtut, was man so hat. Die sollten nicht unbedingt jedem mitteilen oder jedem zeigen, wie gut es einem geht im Notfall. Ja? Und deswegen kann ich empfehlen, dass man im Blackout-Fall, im Krisenfall, seine ganzen Fenster, alle möglichen Einsichtspunkte komplett zumacht, schließt, sich abschottet. Ja? Und das kann man am einfachsten mit Vorhängen machen, das kann man am einfachsten mit irgendwelchen Folien machen, wie auch immer. Also entweder man bereitet sich darauf vor und arbeitet darauf hin, dann kann man natürlich irgendwelche Folien anbringen, die das Einsehen in die Wohnung, in das Haus
unmöglich machen. Oder man schaut natürlich, dass man dann spontan ad hoc arbeitet und die Vorhänge zuzieht, Vorhänge anbringt, Decken drüber streift, über die Fenster, was auch immer, dass es einfach verdunkelt wird und nicht mehr möglich ist einzusehen. Was bringt das im Fall der Plünderung? Keine Ahnung, ob das was hilft. Ja? Aber ich glaube schon, dass es den ein oder anderen Mehrwert hat, Mehrwert bieten kann. Ja. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, eine gute Sache ist, die einem helfen kann. Ja. Da würde ich den nächsten Tipp geben, und zwar, dass man seine Lichtquellen möglichst gering haltet. Ja. Wenn man ein Haus hat, kann man natürlich im Krisenfall, im Notfall, sich vielleicht mit einem Notstromgenerator das ein oder andere gute Ding machen, damit man vielleicht besser durch diese Krise kommt. Ja. Da habe ich zwei negative Punkte. Das erste ist der Lärm, den dieses Notstromaggregat macht, weil die meisten sind ja benzinbetrieben oder dieselbetrieben. Das zweite ist natürlich, bringt persönlich nichts, wenn man hier dann die Flutscheinwerfer einschaltet und wirklich öffentlich präsentiert, während alles andere dunkel ist, dass es einem eigentlich gut geht, dass man persönlich keine Probleme hat und dass es bei sich zu Hause super viel Komfort gibt, auch in einer Krise. Und ich glaube, das kann schon negative Auswirkungen auf einen haben. Vielleicht nicht unbedingt in den ersten ein, zwei Tagen, vielleicht auch nicht unbedingt im besten Fall nach der ersten Woche, aber sollte ein Blackout, eine Krise länger dauern, ein, zwei Wochen, dann glaube ich, kann das schon negative Auswirkungen haben. Ja? Dass nicht nur Trinkwasser in einer Krisensituation wichtig ist, sondern auch Nutzwasser. Die meisten wissen gar nicht, dass man wirklich sehr, sehr viel Nutzwasser verbraucht, wenn man sich in so einem Krisenfall befindet. Ja? Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es ein Blackout sein muss. Das kann auch ein einfacher Stromausfall sein, der in eurer Umgebung halt etwas länger dauert als einen Tag. Ich sag's euch, wie es ist, wenn ihr kein Nutzwasser mehr habt, ihr müsst, lebt einmal bitte ein, zwei Tage ohne Strom. Stellt euch den mal ab, komplett. Dreht ihn ab, dreht den EFI-Schalter ab und versucht es mal in eurem Urlaub oder wenn ihr sowieso zu Hause seid, ein, zwei Tage ohne Strom zu leben. Ihr werdet merken, wie extrem viel Nutzwasser ihr eigentlich braucht. Das fällt einem so gar nicht auf. Ja? Wie viel ihr verbraucht beim einfachen Händewaschen, wie viel ihr verbraucht beim Obst- und Gemüseschneiden, wie viel ihr verbraucht beim Wäschewaschen, beim aufs Klo gehen, beim Duschen. Alles Mögliche, ja? Das fällt alles zusammen. Wenn ihr vielleicht Tiere habt, auch diese Tiere müssen etwas trinken. Ja? Auch das ist indirekt Nutzwasser. Ja? Solche Sachen müsst ihr wirklich bedenken und da kommt sie erst drauf, wenn es soweit ist. Ja? Ich habe es bis jetzt auch erst einmal gemacht, aber mir persönlich hat das schon mal einen großen Aha-Effekt gebracht. Ich habe einmal 24 Stunden in einer Wohnung verharrt, um zu merken, was sind eigentlich die Grundbedürfnisse, die man so gar nicht bedenkt. Ja? Das verlinke ich euch natürlich gerne hier oben. Das Video schaut mal gerne rein, wer Bock hat. War auf jeden Fall auch ein cooles Selbstexperiment. Ich würde das wirklich gern ausweiten auf 3-4 Tage oder eine Woche. Ist allerdings nicht so einfach umzusetzen, weil ich eine Familie zu Hause habe und die, ja, wir haben zwei Kleinkinder, die spielen natürlich bei dem Spiel nicht unbedingt mit. Ja, also wenn es nicht unbedingt sein muss, werde ich es nicht machen. Aber vielleicht werde ich mir persönlich nochmal ein, zwei Tage Zeit nehmen, um das Ganze nochmal näher auszutesten. Wer auf jeden Fall Bock darauf hätte, ja, ich hätte nämlich auch irgendwie Bock drauf, der schreibt es auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, ob ich sowas mal ausprobieren soll. So 2-3 Tage komplett energieversorgungslos zu leben. Ja, wäre auf jeden Fall auch ein interessantes Selbstexperiment. Was auch viele immer wieder vergessen, und das finde ich echt persönlich sehr schade, vor allem gerade jetzt in dieser Zeit, wo sowieso alle Preise explodieren. Ja, wenn ihr ein Auto habt, einen ganz normalen Wagen, ja, die meisten, die ich sehe, die fahren einfach die ganze Zeit und tanken erst wieder, wenn es schon aus ist, ja, wenn die wirklich kurz vom letzten Stück sind, ja, vom letzten Viertel, vom letzten Fünftel, erst dann denken sie daran, hey, ich sollte mal wieder tanken fahren. Fahren dann auf die nächste Autobahntankstelle oder was auch immer. Ja. Und das finde ich persönlich etwas fahrlässig, würde ich es jetzt mal behaupten.
Ich muss sagen, ich persönlich schaue immer, dass ich spätestens, aber das ist wirklich schon allerspätestens, sobald ich die Hälfte oder kurz vor der Hälfte bin, wieder Volltank. Ja, natürlich kann es passieren, dass man dann teurere Preise auf der Tankstelle erwischt. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, das ist mir lieber, als irgendwo dann stecken zu bleiben, stehen zu bleiben und nicht mehr weiterzukommen. Und im Notfall kannst du nicht einfach auf die nächste Tankstelle fahren. Denn im Notfall, okay, ich glaube, mein Tee ist fertig. Also, Tipp, nächster Tipp ist auf jeden Fall immer voll tanken, immer den Tank voll halten. Das ist wirklich, wirklich essentiell und glaubt es mir, das kann euch unter Umständen den Popo retten. Wirklich. Entweder ihr bleibt irgendwo in einem Schneesturm stecken und habt dann keinen Tank mehr fürs Heizen, das ist nämlich auch das Nächste. Ihr könnt jetzt unterkühlen unter Umständen, wenn ihr irgendwo auf einer Landstraße seid und die nächsten 10 Kilometer in die Richtung, die nächsten 10 Kilometer in die Richtung, gibt es nichts, ja? Und ein Blackout findet statt, dann funktioniert natürlich auch euer Mobilfunktelefon nicht, weil die Mobilfunknetze komplett tot sind, ja? Oder vielleicht überlastet sind, was auch immer. Da kann nicht mal kurz der nächste ÖMDC kommen. Notfalltasche. Eine Notfalltasche im Sinne von Bargeldmittel, Notfallwährungen und vielleicht, ja, was auch immer ihr als Notfallwährung, Notfallschutz bezeichnen möchtet, eure Dokumente zusammensammeln, euer Bargeld zusammensammeln, eure Edelmetalle, was auch immer ihr zu Hause habt, ja, alles kann euch helfen. Und ich muss sagen, es ist nicht besonders schwer, immer wieder 20 Euro pro Monat abzuheben und die halt einfach beiseite zu legen, als Notfallrücklage. Ja? Ist nicht besonders schwer. Und ich glaube, das kann jeder von uns schaffen. Ich persönlich mache das jetzt schon sehr lang. Und es gibt mir persönlich auch einen gewissen Grad von Sicherheit, weil ich einfach weiß, dass ich im Notfall ein bisschen was für mich zum Selbstschutz habe. Der einfachste Weg, sich warm zu halten, ist der, dass man ja, sich vielleicht nicht in mehreren Räumen aufhält, sondern vielleicht nur in einem Raum. Und zwar in einem Raum, der möglichst wenige Möglichkeiten hat, dass Kälte eintreten kann, sprich entfernt von Fenstern, dass möglichst wenig Möglichkeit gibt, dass die Wärme entweichen kann, zwecks Größe des Raums, die Quadratmeter. Deswegen glaube ich, das Sinnvollste wäre, sich in einem etwas kleineren Raum aufzuhalten, als komplette Familie mit allen und wirklich nur rauszugehen, wenn es notwendig ist. Ja? Ansonsten die Türen schließen, drin bleiben, diesen Raum als Nutzraum über diese Zeit zu betrachten. Ja? Und in diesem Fall einfach durch natürliche Körperwärme der Personen, die im Raum sind. Das ist natürlich abhängig davon, wie viele in einem Haushalt wohnen. Bei mir wären es jetzt 4 plus 2 Tiere. Wäre also nicht zu wenig. Man darf nicht vergessen, dass auch früher die Bauern am Land die Kühe oder beziehungsweise die Nutztiere neben oder in ihrem Haus hatten, in ihrem Holzverschlag hatten und somit die Körperwärme, die natürliche Wärme, die die Tiere produzieren, auf sie zu übertragen. Ja, und so ähnlich sehe ich das Ganze auch. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt sein, aber ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, dass das helfen kann. Ja, also das wäre auch sein, das wäre so der Tipp, der nächste Tipp eigentlich. Ja, ich glaube, mein Tee ist vielleicht eh schon halbwegs. Jetzt geht's. Das ist angenehm. Geil. So, mein nächster Tipp wäre einfach der, die Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer ganz einfach und ich glaube, vielleicht klingt das einfacher, als es ist. Aber ich glaube schon, dass das den einen oder anderen, speziell mental, schon sehr fertig macht, wenn er in dieser Situation ist, ja, wenn er wirklich realisiert hat, dass das jetzt hier wirklich kein Spaß mehr ist, kein Stromausfall mehr ist, sondern hier wirklich ein Blackout ist, ja, ein flächendeckender Stromausfall, der im schlimmsten Fall 2 bis 3 Wochen dauert. Ich glaube, wenn das passiert, dann
klickt es im Hirn ein bisschen und dann kann das mental einen sicher schon sehr fertig machen. Ja. Deswegen ist mein nächster Tipp, die Ruhe bewahren und schauen, dass man seine Psyche bei Laune hält. Wie kann das am einfachsten funktionieren? Für eine Person, die komplett alleine wohnt, schwierig. Ja, deswegen kann ich dazu wenig Tipps geben, weil ich es halt einfach nicht bin. Ich bin kein Single-Haushalt. Könnt ihr vielleicht gerne unten in die Kommentare schreiben, wer damit Erfahrung hat und wer persönlich irgendeine Idee hat, wie man sich alleine bei Laune hält, wenn man nicht raus kann, wenn man wenig raus kann. Und genau. Also da wäre mein nächster Tipp eben, die mentale Gesundheit am Laufen halten. So, dass ich für meine Familie viele Sachen vorbereitet habe, die uns im Notfall bei Laune halten können, und zwar Brettspiele, ja, ist gut für Kinder, vielleicht Bastelsachen, viel Blätter zum Malen, viel Buntstifte, irgendwas, was den Kindern gefällt, was sie unbedingt machen können, ohne rausgehen zu müssen. Und was auch hilft und was die meisten vielleicht vergessen, aber nicht unerheblich ist, sind Dinge, die man vielleicht gerne hat. Ja. Gesunden Geschichten, ja, sei es Schokolade, Chips, Softdrinks, Zuckerl, keine Ahnung, ja, egal was, für Raucher, Zigaretten und so weiter, glaube ich schon, dass das sehr cool sein kann, wenn man das im Notfall hat. Wenn es draußen nichts mehr gibt, du absolut abgeschottet bist wegen Energieschwierigkeiten außerhalb und du im Endeffekt dann trotzdem das zu Hause hast, was du gern hast. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die einem mental gut weiterhelfen kann. Ja, also das würde ich als nächsten Tipp geben. Mentale Gesundheit schön hochhalten, weil dann ist die Motivation noch viel stärker, das durchzustehen und nicht irgendwie durchzudrehen oder so irgendwas. Ja. Und wem es gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Wer mehr solche Videos sehen will, schreibt es auf jeden Fall unten gerne in die Kommentare rein oder schreibt es natürlich auch gerne rein, wo ihr nicht zustimmen würdet oder was ihr anders machen würdet. Das würde mich auch wirklich persönlich sehr interessieren. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird weiterhin so Geschichten geben. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao.